1947 bis 2022, in diesem Jahr feiern wir 75 Jahre Erfolgsgeschichte, 75 Jahre Stefan-Schmidt-Gruppe, hier im Westerwald und in ganz Deutschland. Gemeinsam haben wir uns überlegt, zur Feier des Jubiläums viele Veranstaltungen in diesem Jahr durchzuführen. Und das haben wir in einem Film zusammengefasst. Und den zeigen wir Ihnen jetzt. "75 Jahre Stefan-Schmidt-Gruppe". Zu diesem Zweck haben wir uns überlegt, hier im Westerwald 75.000 Bäume zu pflanzen. Am Ende, muss ich sagen, haben wir das Ziel bei weitem verfehlt. Wahrscheinlich werden wir um die 100.000 oder sogar mehr als 100.000 Bäume gepflanzt haben. Warum 75.000 Bäume? Natürlich liegt uns Naturschutz als Bergbauunternehmen immer sehr am Herzen. Aber wenn man die letzten Jahre, bedingt durch Klimawandel, Trockenheit und den Borkenkäfer, sich hier die Wälder im Westerwald anschaut, dann sieht man Riesenlücken. Und dem wollten wir entgegenwirken, indem wir ein massives Signal zu unserem Jubiläum setzen und eben so viele Bäume hier überall im Westerwald pflanzen. Nachhaltigkeit in den letzten Jahren zum großen Modewort geworden, war für uns eigentlich schon immer selbstverständlich. Ein Bergbauunternehmen, das in die Landschaft eingreift, der Abbau von oberflächennahen Lagerstätten, ist ein Eingriff in die Landschaft. Deshalb Nachhaltigkeit durch Rekultivierung im Bergbau immer schon ein Thema gewesen und wird es auch immer bleiben. Wir sind seit Jahrzehnten eng mit der Region, vor allen Dingen hier im Westerwald, verwurzelt. Bereits seit den 50er Jahren sind wir im Raum Mengeskirchen und auch seit vielen Jahrzehnten im Raum Bärroth bei Walmroth aktiv. Das hat uns dazu gebracht, dass wir 2 Tage der offenen Tür im großen Stil gefeiert haben und dazu alle Nachbarn, Geschäftsleute, natürlich auch die Mitarbeiter eingeladen haben und dann wirklich 2 tolle Wochenenden verbracht haben. Ja, wir hatten da wirklich tolle Tage mit einem Riesenprogramm. Es waren unheimlich viele Besucher da, die sich amüsieren konnten. Wir hatten eine Liveband abends mal. Wir hatten Kinder töpfern für die Kleinsten und eine Hüpfburg. Da war ein Zauberer. Also die Leute haben richtig was geboten bekommen. Das waren wirklich tolle Tage. Man hat viele bekannte Gesichter gesehen und wir hatten alle richtig Spaß. Für die Kinder war es natürlich auch ein Riesenhighlight, die ganzen tollen Baumaschinen, die großen Radlader und Bagger zu sehen. Eine Herzensangelegenheit war für uns, dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem ganz besonderen Fest einladen. Dazu haben wir uns überlegt, einen Tag Sonderurlaub dem Betrieb zuzumachen. Und wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Busse gepackt und dann sternförmig sind wir an den Rhein gefahren. Dort sind wir auf einen Ausflugsdampfer und hatten dann wirklich viele, viele schöne Stunden bei allerbestem Wetter auf einem tollen Ausflugsschiff, sind den Rhein runtergefahren und wieder zurück. Und ich glaube, das ist was, was allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch ganz lange positiv im Gedächtnis bleiben wird. Seit 1979 findet im 3-Jahres-Rhythmus die Weltleitmesse für die Keramik statt. Die Ceramitec ist eine weltweit besuchte Messe und wir erreichen immer sehr internationales Publikum. Natürlich sind wir von Beginn an seit 1979 als Aussteller mit dabei. Sowohl mein Vater als auch ich waren schon immer im Messebeirat vertreten und auch in diesem Jahr, in unserem Jubiläumsjahr, was uns natürlich besonders freut, hatten wir einen ganz neuen Messestand neu gestaltet und waren groß vertreten.
kleines Messe-Highlight bei uns war ein gezeichneter Baum und jeder konnte sich mit seinem Fingerabdruck dort als Blatt verewigen. Und ja, hier spannt sich dann der Bogen zu unserer Baumpflanzaktion 75.000 Bäume, denn für jeden Daumenabdruck haben wir hier bei uns am Westerwald einen zusätzlichen Baum gepflanzt. Seit Jahrzehnten feiern wir auch traditionell während der Messetage unseren bayerischen Abend im Franziskaner in München. Ist immer eine schöne Veranstaltung, wo alle unsere Kunden und Freunde dabei sind. Und in diesem Jahr hat es natürlich super gepasst, dass die Messe während des Jubiläumsjahr, dass das zusammenfiel. Und da hatten wir doppelt Grund zu feiern. Wir haben da rund 200 Gäste gehabt dieses Jahr und es ist immer schön, zu sehen, wie die Leute sich wohlfühlen. Ja, es gibt gutes Essen, es gibt ein Bier dazu. Das ist immer ein toller Abend. Zu einem solchen Jubiläum, 75 Jahre, gehört natürlich auch ein offizieller Festakt. Ein Festakt für die Region, für die Bevölkerung, mit Vertretern aus Wirtschaft, aus Politik und natürlich auch zu den wichtigsten gehört für jedes Unternehmen auch der Kundenkreis. Der ganze Abend stand im Fokus Familie. Man hätte auch über den Festakt als Überschrift Familie groß drüber schreiben können. Und so freut es uns besonders, dass wir 4 Generationen an dem Abend waren. Und ich glaube, was ein Riesenhighlight war, dass unsere Großmutter Irmgard Schmidt mit 97 Jahren noch wirklich fit und aktiv an dem Abend teilnehmen konnte. Bei der Planung war uns ganz besonders wichtig, dass wir die Gäste an dem Abend nicht langweilen. Und so haben wir uns überlegt, dass wir eine interaktive Podiumsdiskussion vorbereiten und durchführen. Wir hatten einen super Moderator und der hat dann unserem Vater und uns, also sprich allen Gesellschaftern der Stefan Schmidt KG, verschiedene Fragen gestellt zur Historie, zur Gegenwart, aber auch, und das ist ganz wichtig, wie geht es denn weiter? Was sind unsere Pläne? Was sind unsere Wünsche? Und wo soll sich das Unternehmen hinentwickeln? Und so war es wirklich ein sehr angeregter Austausch, ein angenehmer Abend und ich glaube, alle Gäste haben sich sehr, sehr wohl gefühlt bei uns. Tradition ist uns sehr wichtig, deswegen haben wir das Jubiläum dieses Jahr auch so umfassend gefeiert. Tradition als Familie, aber auch Tradition als Geschäftsleitung. Aber für uns als nächste Generation ist es natürlich umso wichtiger, auch in die Zukunft zu schauen und vorauszuplanen. Und da fühlen wir uns sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben 20 Gruben, die wir in ganz Deutschland betreiben, mit einer Laufzeit von weit über 100 Jahren. Wir haben langlaufende Genehmigungen, wir haben ein tolles Team und wir sind weltweit anerkannt als Qualitätsführer für die Lieferung von Spezialton. Der Erfolg jedes Unternehmens beruht natürlich auf motivierten und engagierten Mitarbeitern. Wir als Familie sind stolz darauf, dass wir so einen guten Zusammenhalt zwischen der Familie und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Ja, was wünscht man sich als 75-Jähriger, der genauso alt ist wie das Unternehmen und das Unternehmen in der zweiten Generation geführt hat und mit Stolz darauf verweisen kann, dass es in die dritte Generation überführt worden ist? Engagierte Kinder, was will man mehr als Vater, als Eltern? Und ich bin ganz sicher, dass sie das Unternehmen auch erfolgreich nach vorne bringen werden. Und natürlich hoffe ich auch, dass es in Familienbesitz bleibt, auch für die 4. und 5. Generation.